Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Inner Worlds. Wir haben in der letzten Folge mit diesem Spiel angefangen und bisher gefällt es mir ziemlich gut. Wir haben hier schon ein paar Sachen erledigen können. Unter anderem haben wir mit diesem kleinen Jungen geredet, der uns nur versichern konnte, dass er ein psychopathischer Mörder ist, der seinen Freund in einem tödlichen Wald angekettet hat und er ist sich keiner Schuld bewusst. Ja, nette Begegnungen haben wir auf jeden Fall schon gehabt. Reden wir mal mit so einem Phosphos? Können wir mit dem reden? Können wir es mitnehmen? Nein, der Käfig ist sicher verschlossen. Irgendjemand scheint davon auszugehen, dass man versuchen könnte, das Phosphos zu stehlen. Ich würde es mir ja nur mal kurz ausleihen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, aber was ist das für ein Käfig? Also, einmal reingreifen, dann haben wir den. Ein Phosphos. Sie spenden Licht und Wärme, essen nichts und machen keinen Krach und keine Abgase. Praktisch, aber sie brauchen Wind, um zu leuchten. Und süß sehen sie auch aus. Was steht an der Tafel dran? Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Warum wohl? Heute Kiefer brechen. Okay. Ist das eine Aufführung oder wird mein Kiefer gebrochen? Je nachdem finde ich beides eigentlich gar nicht mal so toll. Aspiri. Das ist ein ziemlich günstiger Preis, wie wir gelernt haben. Das ist bestimmt 3 Euro. Hier ist nochmal ein Fahndungsplakat, eine Kellerluke. Wir werden gleich mal in die Bar gehen. Dann können wir nämlich unsere Kontaktlinsen auf dem Boden hektisch suchen. Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Ja, es ist... Na gut, was heißt Taubendieben, ne? Das ist ja ihre. Wir haben den hier. Wir haben die ja geklaut. Plakate abnehmen verboten. Ah, das wissen wir. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Ach, glaub mir, ich wär auch stolz, so ein Zimmer zu haben. Ein halbes Glas Gurken. Oh. Aber diesen Reichtum kann sich nicht jeder leisten. Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Ja, ich meine, da hat er einen Punkt, ne? Okay, hier ist noch eine Tür. Können wir mit der interagieren? Die ist bestimmt zu, oder? Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Du sollst sie auch aufmachen und nicht mitnehmen. Sieht nicht besonders stabil aus. Na gut. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Hä? Das ist doch der Typ mit dem halben Glas Gurken. Natürlich hat er was zum Wegsperren. Das ist doch ein Trick. Niemand würde sein halbes Glas Gurken so beunaufsichtigt dort lassen. Das ist eine Falle. Darauf fallen wir nicht rein. Das wäre ja... Ah... Das sieht doch nach einer typischen Bar aus. Ich lieb's, wie die Versteinerten auch automatisch als einfach Garderobe und so gedienen. So, irgendwann kommt irgendwer rein. Alter, das ist mein Vater. Ja, er macht sich gut als Garderobe. Ah, weiß ich nicht. Schlafender Gast, wecken wir den auf. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Gibt noch einen Grund, ihn aufzuwecken dann. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Okay. Was ist das hier eigentlich? Achso, der Gehstock. Achso, Kisten. Oh, ist eine nette Spinne. Die sieht ein bisschen aus wie aus, Little Inferno. Da sahen die Spinnen auch so aus. Gemälde? Ein sehr heißes Gemälde. Kaugummiautomat? Ah ja, so ein Kaugummi wär's jetzt. Komm, wir holen uns einen. Man muss eine Münze einwerfen. Mist. Immer diese Münzen. Wie viele sind's denn? Asporo? Ah, Drehstuhl. Vielleicht können wir dem eine Münze abzwacken. Der braucht die eh nicht mehr. Der hat eh schon seine ganzen Mietpreise hier verschuldet. Seinen ganzen Monatslohn eh schon heute reingesteckt. Vollkommen eingerostet. Dann ist wohl nur noch ein Stuhl. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Reden wir mal mit dem. Komm schon. Oh Mist. Hallo. Wow. Ihr seid doch Maleus, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich. Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor, aber generell schon sehr viele Stimmen bisher. Ich weiß nicht, woher kommt... Oh, ich würde gerne Namen nennen können, aber... Dafür müsste ich die Stimme, glaube ich, nochmal hören. Aber wir reden jetzt ja nochmal mit dem. Ich mag seine Thaddeus-Nase. Die ist ja cool.
Nur fragen wir es mal wegen dem Automaten. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet. Ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Naja, man könnte seine Zeit aber auch in Besseres investieren, als sein ganzes Geld zu ver... Naja. Glücksspiel ist scheiße. Damit habe ich's gesagt. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Naja. Gut, ich gehe jetzt. Kann man ja noch lernen, was gleich, das heißt. Gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Glaub mir. Die meisten Leute, die Glücksspiel spielen, hören vor ihrem großen Sieg auf. Oh Gott. Nee, gar nicht erst damit anfangen. Totaler Dreck. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Ja, durchaus ein Hit. Durchaus. Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Ja. Und, landet es im Magen auspumpen? Garderobe. Ich meine, irgendwie sieht's cool aus, ne? Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Ich mag es, dass auch seine Socke versteinert wurde. Das ist ein nettes Detail. Das muss so. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Ja, definitiv. Er war auf jeden Fall sehr ängstlich vor dem Tod. Bunte Flaschen? Wollen wir erstmal zu dem Gast da hinten gehen? Ich denke schon, ne? Reden wir mal mit dem Gast. Ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Schade. Der bechert. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Na gut, dann reden wir nicht mit dem. Ah, bunte Flaschen. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Wie Spiritus? Ergibt Sinn. Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Aha, für was? Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Okay. Komm mal runter. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nicht erkannt, dass sie das ist. Ich dachte, das sei irgendwer anderes. Naja. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Nektariensaft, wie der am Anfang. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Aber süß aussieht er auf jeden Fall. Der Wuluf. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Oha. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Wait, das ist eine Katze? Okay, jetzt bin ich aber auch verwirrt. Das muss die Bardame sein. Na dann. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Verstehe. Na gut, reden wir mit der. Hallo, leiten Sie dieses... Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Ja, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Okay. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Ja, da hat ihr uns einfach einen Klötenkühn angeboten. Ich meine, die Namen, die sind wirklich ein bisschen beängstigend. Wenn es wortwörtlich gemeint sind, weiß ich nicht.
Selbst auf einer metaphorischen Ebene finde ich es nicht gut. Okay, wir fragen mal. Fragen wir erstmal wegen dem Hund, Katze, Kanarienvogel, Bär, Kakao, Pulver, was auch immer. Oh, ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Ja, redet irgendwie verdammt wenig seitdem an, ne? Kann ich bestätigen, bisher hat er noch kein Wort gesagt. Naja, war bestimmt ein netter Typ. Der Wulluf lebt auch einfach das Leben, ne? Schlafen und essen. Wow. Bin schon ein bisschen neidisch. Was ist mit dem Windmönch? Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Yo! Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaube ich's nicht. Ja, nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Okay, dann natürlich die offensichtlichste Frage. Fragen wir mal nach Laura. Auf jeden Fall. Naja. Wir kommen eines Tages in diese Bar zurück und hier ist jeder gesteinigt. Auch der Wuffluff. Wo, den sollen sie bitte nicht versteinigen. Den finde ich süß. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Naja, okay. Wir können theoretisch nochmal wegen dem Windmönche fragen, aber... Sagt sie denn was anderes? Sitzt der denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Was auch immer ein Straps ist. Ja, kann ich auch fragen. Okay, also anscheinend laut dem Bild, naja... Strümpfe. Das ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Lassen wir es bleiben bei vielleicht auch nicht. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Ich glaube, ich will gar keinen Straps finden. Naja. Gut, ich denke, wir haben hier genug rumgefragt. Wir können nochmal den Spielautomaten ein bisschen inspizieren, aber ansonsten haben wir hier eigentlich alles gesehen. Schätze ich. Nein, der wird gerade benutzt und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Okay, na gut. Dann gehen wir mal wieder aus der Bar. Haben doch nette Gespräche hier geführt, auch wenn die uns nicht wirklich, ja, viel gebracht haben. Wir haben zumindest... Doch, warte mal, wir haben Lavaströme bekommen. Sieht ein bisschen an wie Surströming. Ein winziger Asposa, wie putzig. Bald schon wird er ein Teil des glücklichen Volkes Conroys sein. Na, glücklich ist vielleicht der falsche Begriff, ne? Ah, der sieht tatsächlich ganz süß aus. Ich fasse es lieber nicht an. Babys hassen mich. Mich auch. Aber ich hasse sie auch teilweise, also von daher... Naja. Zum Windbrunnenplatz. Wollten wir mit ihr nochmal sprechen, oder? Ach du schon wieder. Hast du nicht eine milde Gabe für mich? Milde Gabe? Ich hätte einen Drink. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde,
könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Ach so. Okay, also müssen wir wahrscheinlich so einen Fußfuß holen oder so. Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Was? Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich das herbekommen soll. Außer von der Erdbeermaus von Toms Erdbeermarmeladenbrot mit Honig vielleicht. Aber sonst wüsste ich das nicht. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Ich habe da so eine Vermutung, wo wir das herbekommen. Na, dann auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Ich glaube, wir müssen den alten, wir müssen das dem alten Mönchen abzwacken. Vielleicht drehen wir dem einfach einen Drink an und der dreht dann durch und verspielt sein ganzes Geld und wir können ihm dann günstig sein Mönchzeug abkaufen. Mal gucken. Das mache ich nicht. Schade. Na gut, dann nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schade. Selber einflößen will ich es auch nicht. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ha. Okay, also brauchen wir das schon für was anderes. Verstehe. Möchtest du eine Conroy-Puppe? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Na gut, okay, dann halt nicht. Ich guck mal kurz, ob wir erstmal in die Gasse gehen müssen vielleicht. Vielleicht müssen wir uns erstmal überfallen lassen dort. Ja, mal schauen. Hatte sonst jemand gesprochen davon, dass er irgendwas trinken möchte? Nee, ne? Der Müllhändler vom Anfang glaube ich auch nicht. Aber wir können ja schon weitergehen. Arme, vielleicht möchte der ja was. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Fan Nummer 1. Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Ja, die Stimmen kommen mir wirklich immer zu alle ziemlich bekannt vor. Gefangenschaft. Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Aber wir brauchen ja ausgerechnet einen Schneider. Ich brauche einen Schneider, da meine Hose gerissen ist. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Ja, okay. Sei der Kran. Stimmt, wir können ihn ja mal um Leibchen fragen. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen was übrig. Weiß ich ja nicht. Das Einzige, was er mitgenommen hat in seinen, naja, viel zu kleinen Knast, um es mal so auszudrücken. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher,
du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als doch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Naja, na gut, dann fragen wir doch mal. Der Sprecher ist sehr impulsiv, der ist sehr emotional und hat vor allem sehr viele Atmer dazwischen. Dem muss es nicht so gut gehen. Ich glaube, der ist sehr nervös. Erdbeergarn, Muster, Nadeln, Muster? Fragen wir erstmal nach dem Erdbeergarn. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ja, naja, ne? Wir müssen irgendwie ein bisschen Aspuro herbekommen oder so. Je nachdem, was das teuerste ist, was wir uns wahrscheinlich aneignen können. Nadeln und Muster. Wir fragen erstmal nach dem Muster. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Toller Vorschlag. Stark. Wow. Mann, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das ja eine Möglichkeit ist. Wow. Ich wusste nicht, dass wir es hier mit so einer Intelligenzbestie zu tun haben. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nämlich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Ja, wenn man seine Fingernägel lang genug wachsen lässt, dienen die doch bestimmt auch als Nadeln. Das funktioniert doch bestimmt. Na gut, ich würde sagen, wir verlassen den mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Und immer schön locker bleiben, ne? Okay, da oben ist eine Lunchbox. Hier hinten ist auch ein Mülleimer oder so. Okay, was mit was anderem können wir nicht interagieren. Wir gehen erstmal da oben hin. Ach so, verstehe schon. Der bräuchte vielleicht mal ein größeres Hüttchen. Ist ein bisschen zu klein, aber ey, ist gemütlich. Ist gemütlich, muss ich zugeben. Nichts für Leute mit Klaustrophobie allerdings. Hallo. Fragen wir den mal. Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Oh Gott. Wir haben hier echt ein paar Möglichkeiten, was zu fragen. Ich werde erstmal kurz zu dem Sündautomaten gehen, weil wir haben halt die Möglichkeit, ihn auszufragen. Deswegen möchte ich erst einmal kurz mir das genauer anschauen. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Wie sieht's mit deiner Lunchbox aus? Darf ich mir die nehmen? Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Schon gut, tut mir leid. Hören Sie mal, das, was ich da getan habe, das war eine Improvisation. Ich wollte nur so tun. Verstehen Sie das nicht? Das war nur rein theoretisch. Rein auf einer Metapher auslegend. Der Sündautomat hört sich stark an. Kann man sich da ein sündiges Getränk holen, oder? Ausgabefach? Ich kann es nicht öffnen. Na gut. Nenne deine Sünde. Kleine Sünde. Keine Sünde, kleine Sünde. Keine Sünde, kleine Sünde. Keine.
Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Na toll. Jetzt kann ich ans Fach ran, oder? Ha. Wir haben auf jeden Fall kein Minzbonbon dabei. Okay, um jetzt mal ehrlich zu sein. Ich meine... Ich bin bestimmt in echt laut der alten Bibel bestimmt schon sündiger gewesen bisher. Und bin's auch immer noch. Also eine kleine. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und büße. Was? Nee, das mache ich aber nicht. Warte mal, ich mache mal noch eine kleine Sünde nochmal. Opfere den... Okay, kann ich jetzt da weggehen einfach und... Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Deine Sünde. Nein, ich sehe das gar nicht ein, ich gehe jetzt einfach. Nehmen wir das mal. Oh, einen guten alten Minzbonbon. Einen guten alten, ich habe vergessen, wie die hießen. Oh, Fisherman Friends. Diese typischen Minzbonbon, die sich Raucher immer holen, damit sie nicht danach riechen. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Minzbonbon. Keine Ahnung, was man damit anfangen sollte, aber ich werde ihn wahrscheinlich einfach essen. Hallo, Fragen wir Wache 800. 357. Der weiß unsere Nummer? Wow. Was ein Gedächtnis. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Sündomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Sündomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Okay, ich geb's zu. Ich habe mal 5 Nudeln das Klo runtergespült. Die hätte ich noch essen können. Eine Essensverschwendung. Automatisch eine Sünde. Fragen wir mal nach dem Ausblick. Ist ein schöner Ausblick. Muss ich zugeben. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Der Mann ist einfach nur am Philosophieren, okay? Das passiert manchmal so. Okay. Oh, wir haben ja noch eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Ich würde aber sagen, durch die schlagen wir uns dann in der nächsten Folge erst durch. Ich bin gespannt, was wir von dieser Wache noch alles erfahren werden. Auf jeden Fall muss ich zustimmen, der hat echt einen schönen Ausblick hier. Auch wenn ich sagen muss, dass das Ganze bis hinten eigentlich ein bisschen verwäscht. Aber ansonsten, ja, eine ganz gute Arbeitsposition, gerade auch wenn man hier morgens frühstückt. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen inneren Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal bei The Inner World. Bis dann. Bye, bye.